Servus zusammen, wir sind hier wieder auf den internationalen Jagd- und Schützentagen auf Schloss Grünau am Stand von Waffenrichter, die seit kurzem der Vertriebspartner von Werner Koran sind. Wer die Waffen schon mal gesehen hat, ja, die wurden mal von Jagd Total auch schon beworben und wurden auch eine Zeit lang über diese vertrieben. Und dann waren sie weg vom Fenster. Auf einmal waren sie nicht mehr zu bekommen. Wir haben regelmäßig Anfragen danach gekriegt. Jens, was kannst du mir jetzt sagen? Sind die jetzt wieder verfügbar auf dem deutschen Markt? Sie sind seit 1.3. sind wir Generalimporteur für Deutschland. Dort kann man sich die Waffe so konfigurieren, wie man möchte. Der Micha hat jetzt hier das Hauptmodell quasi in der Hand, ein Vorderschaftrevetierer. Der heißt Impact LA, verfügbar in allen gängigen Kalibern ab 308 bis 9,3. Ja, preislich liegen wir hier um die 2000 Euro, je nach Ausführung. Und wir sind bemüht, das Ganze jetzt mit Kontinuität und Leben zu erfüllen und werden auch in Zukunft Werner Koran in Deutschland anständig vertreten. Was ist so der Unique Selling Point von der Waffe, wo du sagst, die Waffe hat, wofür eignet sie sich besonders? Ich meine, es ist relativ klar, aber... Ja, also wir haben hier in dem Fall die sogenannte Traqueur. Das ist ein Kurzlauf, 47 cm, ist eine Drückjagdwaffe, die tatsächlich Drückjagd oder zum Pirschen im Wald kann man sie nehmen. Das Gewicht ist sehr leicht, 3 Kilo wiegt die Waffe, hat hier serienmäßig eine freie Visierung. Man kann eine Picatinny-Schiene montieren, kann dann jedes Zielfangrohr montieren. Diese im kurzen Lauf hat jetzt kein Mündungsgewinde, man kann aber die Waffe bekommen mit Mündungsgewinde. Die offene Visierung ist wegzuschrauben, dann kann man Oberbarrel-Schalldämpfer, sonst ist alles montieren. Was für Gewinde haben wir da? 14x1. Gängiges Gewinde gibt es eigentlich auch. Jeden Schalldämpfer in dem Ding. Magazin hast du mir vorhin noch was dazu gesagt. Genau, also das ist jetzt in dem Fall ein 5-Schuss-Magazin. Einzig die 9,3 hat nur ein 3-Schuss-Magazin. Es gibt auch für die Ästheten das Ganze als Dreischussmagazin, damit ist das bündig. Und wer möchte, ich habe noch einen Importeur aus Frankreich, einen Zulieferer, der hat für mich ein 10-Schuss-Magazin. Und kann ja bei Kategorie C-Waffen, also bei den Repetierwaffen, auch jagdlich ohne Probleme führen. Ist ein schönes Gerät, ist gerade für die Jagd eigentlich richtig geil, so Drückjagd, wo man sagt, man hat eigentlich die Vorzüge einer Vorderschaft-Repetierflinte, aber jetzt halt eine Büchse. Mit 2.000 bis 2.600 Euro sind wir in einem absolut fairen Preis-Leistungsbereich. Genau, man hat die Möglichkeit in anderen oder in differenzierten Modellen verstellbare Schaftkappe, Bagge und andere Optik in Schwarz, in Holz, in Carbon, also was immer das Herz begehrt, wir können es liefern. Kann man belusten mit Polymer zu Polymer tauschen und von Holz? Holz nicht. Also das ist jetzt speziell für die Drückjagd. Gibt es noch in einem Camo-Design, gibt es in Schwarz, gibt es in Carbon. Das kann man untereinander tauschen. Die reinen Holzwaffen, die sind im Holzdesign fertig. Du hast jetzt uns noch eine zweite interessante Waffe gerade vorgestellt, die wir auch den Zuschauern nicht vorenthalten wollten. Genau, sag mal ein bisschen was dazu. Das ist die Sagittaire EXS, eine Bockflinte. Hier im Kaliber 9,3 mal 74R. Die ist jagdlich so interessant, dass man hier die Möglichkeit hat, den Lauf zu tauschen. Haben wir hier einen Schrotlauf, hier im Kaliber 20, kann man das einsetzen und hat eine vollwertige Doppelflinte. Also Bockflinte. Bockdoppelflinte, ganz genau. Und das finde ich auch ein sehr schönes System. Wo liegen wir da preislich? Hier sind wir reinweg bei der Büchse, sind wir bei 2.500 Euro. Der Extralauf kostet dann nochmal 1.200 Euro. Das ist auch ein fairer Preis. Das ist ein guter Einsteigerpreis, da zahlt man... 5 Jahre Garantie. Ja. Ist auch gut. Und du hast mir vorhin gesagt, die Läufe machen sie selber. Genau. Sehr interessant. Ich war in Frankreich, habe mir das angeguckt. Es gibt einen Mann, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als durch Läufe gucken und zu sehen, ob dort alles so gerade wirklich es ist. Was dort für ein Aufwand betrieben wird, um die Genauigkeit der Läufe zu garantieren, ist irre. Ist wirklich irre. Ja, finde ich super schön, dass es die Modelle jetzt auch in Deutschland gibt. Gefällt mir sehr gut und wir haben schon miteinander gequatscht, also ich werde die auch bei uns ins Sortiment aufnehmen, also kriegt sie nicht nur bei ihm selber, ihr könnt sie auch bei uns bestellen. Kumo-Taktiker. Ja. Alles klar. Dann, Jens hat mich gefreut. Micha. Wir schauen uns noch gleich ein anderes Modell an, aber das in einem anderen Video.